Wir haben jetzt schon das erste Angebot. Werden wir es auf jeden Fall kaufen. Also wir kommen auf jeden Fall zur legendären Königstruhe jetzt. Die hat unter Umständen schon eine legendäre Karte. Hey Leute, wir starten heute ein absolut neues, großes Projekt, und zwar ein Pay-to-Win-Account. Wir starten heute mit 200 Euro Budget. Das Budget, das wir aktuell haben, sehen wir immer unter uns. Und das darf ich eben aktuell ausgeben, so viel Geld habe ich zur Verfügung. Jeden Tag kriegen wir 10 Euro Budget dazu, sprich insgesamt werden wir nach 80 Tagen dann 1000 Euro in diesen Account stecken dürfen. Wir werden viele große Chest-Openings machen mit vielen Sonderangeboten, wollen eben einfach schauen, wie gut es vorangeht, und die Openings werden natürlich auch krassen Unterhaltungswert bieten. Das Ding ist eben bei der Sache vor allem, es ist natürlich sauteuer. 1000 Euro, ich könnte natürlich auch ein geiles Projekt machen, bei dem ich wieder kein Geld ausgebe, sprich es wäre sehr wichtig, dass ihr wirklich dieses Projekt extremst heftig supportet, weil wenn ich eben auch jetzt keinen krassen Support für das Projekt bekomme, könnte ich natürlich auch einfach ein anderes Projekt machen, sprich, würde mich echt freuen, keine Ahnung, viele Kommentare, viele Likes oder eben auch öfters mal ein Video teilen von diesem Projekt, damit es sich eben auch einfach auszahlt, weil es ist sau viel Geld, ich krieg's eben eigentlich nicht rein, weil ich könnte auch ein anderes kostenloses Projekt machen, und wirklich vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht, und jetzt erstmal viel Spaß bei den Highlights. Ich bin gespannt, wie hoch wir heute kommen, Tag 1. Let's go. Hier, schnell, mal schauen. Jäger, Babydrache, Prinz oder Skami, die haben die Hexe nach oben verschoben, und Bauerbrecher. Die haben die Hexe nach oben verschoben. Was hat man das denn? Oh je, die können wir noch gar nicht kriegen. Dann warten wir noch, oder was? Wobei, ganz ehrlich, nee, es juckt nicht, wir holen dafür die epische Karte, ganz ehrlich. Jetzt müssen wir ewig warten bis 300 Trophäen. Dann holen wir jetzt schon die epische Karte ab. Was kriegen wir? Och nee! Alle gerne mal den Fail-Emote in den Chat, wer ihn hat. Wir haben jetzt schon das erste Angebot. Werden wir es auf jeden Fall kaufen, wie geil. Wir kaufen es jetzt erstmal Riese, einmal. Sekunde, und wir haben schon das allererste Angebot. Einmal screenshotten. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt schon kriegen. Bei 200 Trophäen schon. Wir werden es auf jeden Fall holen. 2,30 Euro lohnt sich extrem. Erste Blitztruhe, los geht's. Und wir haben 410 Gold. Was kriegen wir? 67. Das ist halt schon fett, ne? Also, es lohnt sich halt schon reinzupillen. 67 Pfeile. Mini-Packer, direkt mal 13. Skami. Einmal leider nur, aber trotzdem. Ich würde sagen, sollen wir es so behalten? Ich würde sagen, wir ändern die Pfeile, oder? Was würdet ihr sagen? Pfeile? Was würdet ihr vorschlagen? Also die Skarmia und den Mini-Packer behalten wir, oder? Aber die Pfeile tauschen wir aus, oder? 67 ist echt nicht schlecht. Weil Pfeile sind ja... Ja, Pfeile austauschen. Ja, klar. Ich glaube, ich muss auch nicht bei allem nachfragen. Ne? Ich glaube, dass man die Pfeile austauscht, ist relativ logisch. Ja, ah ja, Pfeile. Okay. Zwei haben wir. Kobolde, was haben wir denn noch? Lakaien, Bogenschützen, ich finde Kobolde nicht so nice. Ich muss nicht bei allem nachfragen, sonst dauert es auch zu lang. Wir kriegen 7, das ist richtig geil, das ist schon mal richtig geil. 67 Bogenschützen, 13 mal Mini-Packer und die Skami. Zweite Blitztruhe. Was kriegen wir? 410 Gold. 67 Kobolde. Koboldhütte brauchen wir, glaube ich, nicht. 13 mal. Jäger. Wir hätten auch einen Prinzen. Aber Jäger war geil, den hatten wir immer gut. Ich blitze zuerst wieder die Kobolde. Oh. Jetzt blitze ich trotzdem die Pfeile. Die Pfeile sind kacke. Wir kriegen wie... Oh mein Gott, wir haben jetzt 134 Bogenschützen. Oh, das ist halt jetzt schon ein Leveln, Herr Fett. Jetzt sehen wir nicht nur ganz unten bei den Trophäen, sondern auch noch überlevelt. Und das war schon mal das erste Angebot. Wir werden heute noch weitere öffnen. Und ja, würde ich sagen, die Grundruhe erst bei der nächsten Arena. Los geht's. Los geht's. Alter, wie gesagt, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Wir haben jetzt schon über 700 Zuschauer direkt. Richtig, richtig krank. Okay. Jetzt haben wir direkt eine 5er Hütte. Ja, das ist halt schon geil. Da kommt direkt der Pay-to-Win raus bei uns. Oh mein Gott, der Feuerball ist aber natürlich auch krass jetzt. Wenn wir treffen? Naja. Er war trotzdem gut. Er war trotzdem gut. Okay, Bogenschützen gehen klar. Die Kiste war auf jeden Fall geil. Mach am Ende vom Stream noch für die unterstützen wollen, 20 Minuten Werbung. Nee, mache ich nicht. Ich kann vielleicht zwischendrin mal eine Werbung schalten, wenn ich aufs Klo gehe oder so. Habe ich öfters nicht dran gedacht. Kann ich vielleicht machen, aber... Wisst ihr, das Projekt ist jetzt nicht... Mir geht es jetzt nicht darum, dass ich das Geld wieder unbedingt reinkriege. Jetzt ganz ehrlich. Jetzt sage ich groß, dass ich das Geld für euch ausgebe und dann schalte ich 30 Mal Werbung pro Stream. Das wollen wir auch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mir geht es wirklich darum, dass ich eben euch was zurückgeben möchte. Und ja, darum geht es eben. Da will ich jetzt nicht irgendwie auf Krampf Werbung schalten. Okay, also eigentlich, wenn wir jetzt hier mit Mini-Packer und Hunter reingehen, ne? Es ist halt so geil, ne? Jetzt haben wir halt direkt einen Jäger, einen Mini-Packer Level. Wie viel? Level 5? Ja, es ist so krank.
Esamturm. Bogenschützenhain. Oh, das wird so Bock machen, Leute. Wir werden heute so hart überlevelt sein die ganze Zeit. Ich liebe es. Ich bin immer unterlevelt am Anfang bei solchen Projekten. Aber heute werden wir durchgehend überlevelt wahrscheinlich sein. Wie geil. Alter. Ich glaube, wir werden nicht das allererste Mal bei 600 Trophäen verlieren, sondern erst später, ganz ehrlich. Ja, es gibt immer wieder Sonderangebote, keine Ahnung. Egal. Pomba. 70 Mal, Alter. Was noch? Schweinereiter. 14 Mal. Oh mein Gott, was mache ich? Prinz. Prinz oder Hexe? Eigentlich steht der Hexe. Prinz ist auch geil, ne? Ich hätte gerne Hexe. Komm, wir machen das. Ich hätte eigentlich gerne Hexe, bitte. Wir kriegen sie. Absolut geil. Richtig Glück gehabt. Wir kriegen direkt die Hexe. Nehmen wir den Bomber. Einen hätten wir noch. Nehmen wir den Schweinreiter. Ich glaube, wir lassen es fast so, oder? Oder Schweinreiter austauschen? Wir lassen es so. Schweinreiter ist geil. Absolut geile Truhe wieder. Kriegen 2000 extra Gold noch. Jetzt haben wir die Hexe. Lassen wir es erstmal so. Okay, ich spiele mir Riese weiter. 354. Mal schauen. Rex. Der Sinnert ist echt so hart überlevelt langsam schon. Wir haben halt auch übel viele RP-Cards jetzt. Und wenn wir die nächste Arena erreichen, haben wir auch direkt das nächste Angebot. Pfeiler, würde ich sagen, in dem Fall. Wir brauchen einen ganz großen Hexe-Prinz, Riese-Push. Das ist halt das Wichtige. Am besten wäre, wenn wir noch einen Prinzen hätten. Aber ich glaube, den kriegen wir auch mit der nächsten Arena. Und mit der nächsten Arena sollten wir hoffentlich auch wieder ein Angebot kriegen. Mal schauen. Die Level 6, ihr seht, wie OP die ist, ne? Das ist so derbe heftig. Alter, das ist so unfair. Das gibt's nicht, ne? Eine Hexe, geil. Okay. Warten ab, und bringt gleich ein Skami. Ja. War die gut? Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Passt. Hexe von uns. Hexe von uns. Bomber ist OP. Ich weiß nicht. Bomber gegen Bogies. Sollen wir den Bomber reintun für die Bogies? Können wir auch machen. Hat halt Flächenschaden. Ist vielleicht gar nicht schlecht, die Idee. Bomber reintun? Also ich frage heute sehr viel, aber ich wollte ja auch viel fragen. Sollen wir den Bomber reintun? Können wir machen an sich. Ja, ja. Dann machen wir statt Bogies. Ja, Bomber. Ist absolut OP, okay. Ja, unten ist er OP, okay, kann sein. Ja. Bomber gegen Bogenschützen. Ja, ja, okay, alle sagen ja. Oder die meisten sagen ja, okay. Alter, danke schon für über 80 Follower. 80 Follower schon, danke. Nach einer Stunde. Vielen, vielen Dank. Und wenn wir jetzt gewinnen. Der ist Level 5. Wenn wir jetzt gewinnen, dann hätten wir... die nächste Arena erreicht. Was spielt der Gegner? Er macht gar nichts, okay. Er macht gar nichts. Okay, er spielt... Okay. Der ist in Ordnung, der ist leider nicht auf den Skeletten drauf. Okay, er hat eine Valkyrie noch, okay. Schwierig. Er hat auch noch die Valkyrie. Ja, die ist halt Level 6, ne? Völlig überlevelt, der Typ. Nicht fast. Was machen wir? Hexe geht in Ordnung. Warten erstmal ab. Ich würde sagen, wir bringen den Bomber noch. Ja, bringen den Bomber noch hin. Okay. Skami rein. Ja, let's go, komm. Wenn er jetzt keine Pfeile wirft, dann hat er verloren, glaube ich. Weil was will er jetzt noch machen, ne? Jetzt können wir abwarten. Diese rein. Und direkt die Hexe. Oh mein Gott, wie geil. Bomber, komm, Bomber. Bomber, macht ihr das? Ja, let's go. So, und jetzt reingehen. Und wenn er jetzt keinen Feuerball wirft, dann haben wir eigentlich direkt den Turm. Oh mein Gott, der bringt eine Musketierin. Komm, sehr gut. Okay, sehr schön. In die Packer. Und damit sollten wir eigentlich... hoffentlich gewonnen haben. Hexe, stirbt weg, egal. Mini-Packer. Bomber, Bomber, Bomber. Zwei Bomber. Die schaffen das, oder? Alter, Bomber. Doppelter Level 5 Bomber. Und damit sind wir in der nächsten Arena. Arena 3 nach 1,5 Stunden. Okay. Nach 1,5 Stunden ging es doch relativ schnell. Und wir können es gerade, glaube ich, erstmal gerade screenshotten. Wir können es jetzt, glaube ich, gerade noch eine Quest abholen. Wir haben jetzt die Kanone. Barbaren. Stimmt. Barbaren sind sau interessant für uns. Die wurden gebufft. Extrem. Ich glaube, Barbaren könnten wir sogar draufsetzen. Ich finde die übel stark. Und Barbaren mit Hexe ist auch Feuerball-Bait. Ich glaube, Barbaren könnten wir wirklich machen. Barbarenhütte haben wir auch. Rambok, ja. Also Barbaren fast Barbaren und Golem ist auch sau stark. Also irgendwas mit Golem und Barbaren fände ich echt nice. Mal schauen. So, wir kommen erstmal hier gerade zu der seltenen Truhe. Und jetzt gerade mal schnell schauen. Nächstes Angebot wieder. Wir sehen es gerade. Ist eine Blitztruhe. Was kriegen wir? Kriegen auf jeden Fall 2000 Gold. Haben wieder drei Blitzschläge.
Kobolde brauchen wir nicht. Barbarenhütte können wir nehmen. Ist in Ordnung. Skarmi. Na, okay. Also, was ich jetzt vorgeschlagen hätte, ist erstmal die Kobolde zu blitzen. Auf jeden Fall. Oh, ja, auf jeden Fall. Bomber. Ist halt die Frage. Skarmi zu leveln bringt halt nicht so viel. Ich würde sagen, wir nehmen... Bomber können wir auch... Ja, wir nehmen die Skarmi raus, weil die bringt nicht so viel zu leveln. Oder? Ich weiß halt nicht. Doch, wir machen's. Jäger. Perfekt. Jäger Level 7 ist geil. Können wir sofort upgraden. Kriegen wieder 2000 Gold. Müssen wir auch gerade aufs Gold achten. Wir haben 4700 Gold schon. Und kriegen hier direkt den Jäger auf Level 7. Haben die Hütte ist ja auch noch hoch, genau. Hier Level 4, Level 5. Ich glaube, die spielen wir noch nicht ganz, oder? Nee, die Hütte lohnt sich nicht so, glaube ich. Und das Problem ist, jetzt haben wir keine Anti-Air-Karte mehr gegen den Babytrachen. Was soll ich denn jetzt machen? Na, der ist dran. Ich kann nichts machen. Alter, seht euch diesen Babytrachen an. Ne? Das ist unfassbar. Als ob wir jetzt nicht gewonnen haben. Okay, jetzt müssen wir... Wir konnten echt gerade nichts machen, ne? Gegen seinen... Gegen sein Dings. Ja, gut, es geht klar. Sehr gut. Lass ich zu. Okay, jetzt müssen wir aber echt... Was, wenn wir das jetzt nicht gewinnen? Das ist ja unfassbar. Als ob wir gegen den nicht gewinnen. Jetzt haben wir es, glaube ich. Meine Güte. Gott. Wir haben ziemlich lange gebraucht, aber damit haben wir es. Und damit haben wir die 1000 Pokale ohne Niederlage geschafft, glaube ich zumindest. Und können aber jetzt eben die legendären Karten freischalten. Rein theoretisch. Wird wahrscheinlich noch dauern. Glückwunsch zu 60k. Danke, wenn es richtig ist. Auf jeden Fall. Ab jetzt Lava und Tunnelgräber, Packer und so weiter. Und wir kriegen das nächste Angebot. Wieder eine Blitztruhe leider, aber trotzdem mal 4000 Gold. Und wir kommen zur Truhe. Arena 4 Blitztruhe, was können wir kriegen? Ein Packer unter anderem. Wir können rein theoretisch legendäre Karten kriegen, aber das hilft uns nichts. Wir kriegen 77 Mal den Knall. Na, 15 Mal, vielleicht auch nicht schlecht, ja. Wir hätten den Packer. Aber ich glaube, ich will den Packer gar nicht spielen, oder? Oder doch? Doch, glaube ich, besser als Riese, ne? Oder? Oder auf Dauer? Also Feuerball Sepp ist doch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Sepp ist auf jeden Fall geil, lassen wir. Okay, es sind doch viele... Wir lassen es einfach so, ganz ehrlich. Das ist das Einfachste. Es war halt echt schwer, ist im Chat manchmal schwer abzulesen. Dann machen wir Packer statt Riese rein. Weil das ist ein besserer Tag. Ist Level 6 nämlich. 2,6. Der hat 655 Trefferpunkte mehr. Das ist halt geil. Auf geht's. So, wenn wir jetzt gewinnen... Na, super. Dann hätten wir es. Hatten wir gerade eben schon, aber es war echt ein mieses Match gerade. Wir haben wieder eine ganz miese Starterhand. Kein Jäger zum Beispiel gerade. Was machen wir jetzt da zum Beispiel? Ich würde sagen, wir bringen Mini-Packer. Sepp ist bereit. Mhm, die Hexe lässt ja gerade zu. Gut für uns. Das ist sau viel Schaden. Sehr gut. Das ist halt die Frage, ne? Also, nee, ich kann sie nicht zulassen. Das ist eine Level 6 Musketierin. Es ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir haben auf der linken Seite von der Hexe schon fast 1500 Schaden gemacht. Und wenn jetzt ein Jäger... Oh mein Gott. Sehr gut. Das sind noch 310 AP. Ein Feuerball von uns, der ist halt... Ja, es reicht nicht ganz. Zwei Feuerbälle reichen nicht ganz, okay. Aber ist nicht schlimm, ganz ehrlich. Im Grunde genommen können wir jetzt defensiv bleiben. Jetzt können wir eigentlich defensiv bleiben. Das machen wir auch mit der Hexe. Wenn er gar nichts macht, dann gehe ich rein. Ganz ehrlich. Okay, schade. Wir bringen Packer in dem Fall. Die Skarmi wäre weggestorben. Das geht klar. Ja, macht er gut. Ein Barbarenfass gegen die Hexe reicht aus. Oh, das hat richtig wehgetan. Der wird Schaden machen, ne? Der wird Schaden machen. Was soll ich machen? Okay, geht klar. Skarmi rein. Wir haben halt kein Barbarenfass gegen sein Koboldfass. Würde ich sagen, bringen wir einen defensiven Feuerball. Und da muss eigentlich eine Valkyrie kommen. Ja, aber, ja, der Schaden ist gut, aber wir brauchen halt nur einen Turm. Was machen wir? Wir könnten zappen. Ne, machen wir nicht einfach so. Wobei, hätten wir machen sollen. Da brauchen wir nämlich nur noch zwei Feuerbälle. Na, okay, geht in Ordnung. Ein Mini-Packer. Reicht das? Noch ein Packer rein. Der war, glaube ich, gut, der Packer.
10 ist Gabi. Bomber schnell, reicht das? Oh. Ja, es geht klar. Sepp, oh, was war das für ein Sepp? Was mache ich denn? Oh mein Gott. Die Skami. Nee. Wenn er jetzt aber den Jäger durchlässt, das wär's. Er lässt ihn. Oh mein Gott. Let's go. Das ist sehr gut, okay. Noch 30 Sekunden. Das sollten wir eigentlich easy haben, ganz ehrlich. Jäger rein. Skami. Der Mini-Pack. Oh, egal. Bomber hier. Der Sepp reicht aus, ne? Ja, müsste. Das ist ein Löffel. Level 2 Sepp oder so gefühlt. Offensiver Packer, wir können jetzt hier den Sepp bringen, das ist TG. Und damit haben wir es geschafft. An Tag 1 auf dem Pay-to-Win-Account in Arena 5. Sehr geil. Plus 31, absolut gut. Und ab jetzt kriegen wir welche Karten? Magieschütze, Nachtexte, zwei legendäre Karten damit. Poison vielleicht nicht schlecht. Tornado vielleicht auch. Fledermäuse vielleicht auch. Also schon auf jeden Fall einige Karten, die man gebrauchen kann. Und wie teuer ist das Angebot? Ah, 5,49 €. Wir kommen direkt zur Königstruhe. Ich glaube, die heißt legendäre Königstruhe. Ich weiß gar nicht. Also wir kommen auf jeden Fall zur legendären Königstruhe jetzt. Die hat unter Umständen schon eine legendäre Karte. Los geht's. Kobolthütte. Magier, freigeschaltet. Brauchen wir nicht so dringend, okay. Fünf Karten noch. Rambok. Mal 13, okay. Vor allem die epische Karte. Ich glaube, es sind 10 Stück oder so drin. Ja gut, Pfeile mal 100 ist jetzt nicht so geil. Mal schauen, was kriegen wir noch? Ja, Kanone, weiß nicht. Nee, würde ich auch nicht spielen. Bisher nicht so geil. Ich glaube, es gibt keine legendäre, oder? Nee. Keine legendäre, allerdings 24 seltene Schweinereiter. Und jetzt entscheidend. Wie viele oder welche epische Karte bekommen wir jetzt, ist die Frage. 18 Mal Skami. Ist es gut? Also Skami kann ich eigentlich gebrauchen. War auf jeden Fall nicht schlecht. Also insgesamt haben wir heute 4 Angebote gekauft und nur 10 Euro ausgegeben. Und morgen haben wir damit wieder 200 Euro zur Verfügung, weil eben jeden Tag 10 Euro dazukommen. Was haben wir jetzt bekommen? Ich muss echt sagen, von den Sachen, die wir bekommen haben, sind die meisten nicht so krank. Wir können die Pfeile upgraden, wir haben ja genug Gold. Machen wir gerade. Wir können die Kanone hier hoch machen. Eben Erfahrungspunkte. Wir können gleich vor allem die Skami extrem hoch machen. Und wir haben eben verdammt, vor allem, wie ihr seht es eben, wir haben verdammt viel Gold. Sprich, wir können heute jetzt noch schnell Level 5 erreichen. Das ist halt geil. Dann haben wir direkt am ersten Tag Level 5 erreicht. Das ist halt geil. Also nicht. Jetzt Schweinereiter noch hoch. Wir könnten auch noch Schweinereiter reinpacken in das Deck. Das können wir uns morgen überlegen. Machen wir alles morgen. Turniere freigeschaltet auch, okay. Ist teuer, aber machen wir für die Erfahrungspunkte. Dann die Hütte. Magier hoch. Rambok hoch. Da haben wir noch die Pfeile. Und jetzt eben die Skami. Die können wir, glaube ich, direkt auf Level 8 machen oder so. Mal schauen. Ah, die haben wir... Oh mein Gott, was ist das denn? Die können wir direkt auf Level 9 machen. Wir sind direkt am ersten Tag Level 6 jetzt damit. Oh mein Gott, was ist das denn? Als ob, wir sind direkt am ersten Tag Level 6 jetzt. Das ist heftig. Und da können wir dann morgen weiter pushen. Jetzt haben wir 2 Level mehr. Jetzt sind wir direkt Level 6. Können wir auf jeden Fall machen. Das wird geil. Machen wir auf jeden Fall morgen weiter. Vielleicht mit der nächsten Arena. Wieder mit einem neuen Angebot dann. Und ich würde sagen, hat Bock gemacht. War geiler erster Stream.